Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Erstmal möchte ich mich bedanken für die vielen E-Mails, die ich gekriegt habe über diesen schönen China-Roller, was da alles so ist. Das ist ja nur eine tolle Sache, da war ja alles bei, Vergaser, Wandler und. Alles Mögliche, fremde Luft. Und wir probieren jetzt einfach mal aus, als ersten Schritt den Vergaser einzustellen und zu gucken, ob da auch alles okay ist. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich werde euch das jetzt mal zeigen. Einstellung beim Zweitakter-Vergaser. So, als erstes gehen wir erstmal bei, machen das Helmfach auf, weil wir werden jetzt mal beigehen und werden das Helmfach rausnehmen, damit wir da besser rankommen. So, hier haben wir also das Helmfach, da müssen wir diese Schrauben lösen, da müssen wir hier den Deckel auch abmachen. Hier bei dem Helmfach ist das natürlich besonders toll. Wir haben genau hier in der Mitte die Batterie sitzen, die müssen wir auch rausnehmen und dann müssen wir diese Kabel da durchziehen und dann können wir das Helmfach entfernen. So, jetzt habe ich das alles entfernt, habe die Batterie wieder angeschlossen und so. Und jetzt müssen wir die Kiste warm laufen lassen. Der Vergaser sitzt hier, ich zeige euch das nochmal. Da ist nicht ganz so einfach ranzukommen. So, hier haben wir den Vergaser, hier haben wir die Standgasschraube und hier ist die Gemischschraube. Und da versuchen wir jetzt mal, ob wir das Ding einstellen können. Wie gesagt, ich muss das Teil erstmal warm laufen lassen. So Leute, wir lassen das Ding dann mal, hört er ja, 3 bis 5 Minuten warm laufen, damit der ganze Motor schön warm ist. Und dann brauchen wir hier nur einen Schraubenzieher und ein bisschen Fingerspitzengefühl. Allerdings muss ich sagen, ich finde das immer so geil, wenn ich das so lese und die Videos sehe. Die gehen daran, drehen ein, zweimal und dann läuft die Karre wie Sau. Seht ihr, jetzt ist es zum Beispiel ausgegangen. Das ist nicht immer so geil und so einfach, wie es dargestellt wird. Ich kriege da schon manchmal graue Haare. So, das kann man auch noch mal zeigen. Hier der Auspuff sieht nicht mehr besonders geil aus, aber viele haben auch gesagt, der wäre zu. Nur wenn der Auspuff zu ist, dann passiert ja Folgendes nicht. Seht ihr, das qualmt also schon ganz schön und wenn der zu ist, kommt da kein Qualm mehr raus und meistens springt die Karre auch nicht mehr an. So, wir gehen dann hier mit einem kleinen Schraubenzieher drauf. Seht ihr schon, das ist eine ganz schöne Fummelscheiße hier. Und drehen diese Schraube erstmal zu. Regulieren immer zwischendurch, dass er nicht zu hoch dreht. Also die Schraube fast ganz reingedreht. Jetzt reguliere ich das hier. So, ihr geht dann bei und reguliert das Standgas. Und zwar so, dass das Hinterrad sich nicht mehr dreht. Wichtig ist bei der ganzen Geschichte, wenn ihr die Grundeinstellung gemacht habt, immer die Karre anmachen und damit fahren. Dann wieder anhalten, wieder nachjustieren, weil das Ding muss auch gehen, wenn Belastung drauf ist. Dann muss der auch vernünftig laufen. Der muss vernünftig beschleunigen, muss die Endgeschwindigkeit bringen. Und das müsst ihr während der Fahrt kontrollieren. Am besten nehmt da den Schraubendreher mit und dreht mal so nach links oder nach rechts, damit ihr das in den Griff kriegt. Weil so einfach, wie das immer dargestellt wird, ist das nicht. Ich habe manchmal schon so einen Hals gehabt. So Leute, habt ihr gesehen, kleine Probefahrt gemacht. Das läuft das Ding, aber es läuft noch nicht so richtig ideal. Deswegen habe ich den Schraubenzieher und gehe jetzt gleich nochmal bei und probiere da so einige Geschichten mal nach links und ein bisschen mal nach rechts. Dann hoffe ich, dass ich diese Einstellung getroffen habe
und so. Eventuell kriege ich noch ein paar graue Haare mehr, aber so ist das halt beim Rollerschrauben. Es ist nicht immer so einfach wie vorm Rechner sitzen und schreiben, mach mal dies, mach mal jenes. Da gehen schon manche Stunden ins Land, aber wir haben schönes Wetter. Ich habe im Augenblick auch nichts zu tun. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Roller Rolf. Ciao. So Leute, einen habe ich noch. Und sollte dann der Roller nicht mehr laufen, musst du den nicht gleich einen anderen kaufen.